Jemen, nee, ich werde einen Haufen Ärger kriegen, wenn ich diese Nachricht nicht schnell überbringe, aber ich kann den Kerl, den sie soll, zu dem sie soll, einfach nicht finden, in dieser großen alten Stadt. Ich weiß, wie der Kerl aussieht und ich habe die Nachricht auf dieser Datendiskette hier. Ich brauche jemanden mit der Fähigkeit, ihn tatsächlich zu finden. Ja. Ja. Gerne. Spear ist hier irgendwo. Schön, was ist mit seinem Bein da los? Ist derjenige, der den Datenportal übergeben muss? Okay, ein entscheidendes Merkmal, damit Tante ihn aufspüren könnte. Für mich sehen alle Fleischlinge gleich aus, für Glück. Oh ja, toll. Ich verstehe übrigens immer noch nicht, warum R2 hier nicht fliegen kann in dem Spiel, aber okay. Diese Nachricht bedeutet für mich minus nichts. Versucht ihr euer Glück einfach bei jeder Person, der ihr begegnet, ohne den geringsten Verdacht? Ja, genau das würde ich auch tun. Ja, hä? Ach, guck mal. Ist wieder so ein Ding zum Kletten. Haben die alle keine... Okay... Guck mal, da ist noch so eine Statue. Noch ein Verehrer. Zweifelsohne hier, um mir meinen Schatz zu nehmen. Ja. Ich hoffe, ihr seid schnell, mein Freund. Denn ihr müsst mich fangen, um ihn zu... Okay. Dann fangen wir ihn mal, den Lümmel. Wo auch immer der ist. Ja, den Schwammkopf sehen wir nie wieder. Seid vorsichtig, ja? Diese Stadt kann manchmal wie ein Labyrinth sein. Wie der Gang mit dem Kristall. Ich bin mir fast sicher, dass der einzige Weg dorthin durch das Haus eines armen Zivilisten führt. Wer hat diesen skurrilen Ort entworfen? Oh nein, nicht der arme Zivilist. Ich glaube, diese Nachricht ist nicht für mich bestimmt. Versucht es bei jemand anderem. Grenzt sich das dann immer wieder ein, so dieser Bereich, wo das sein könnte? Das finde ich auch sehr interessant. Habt ihr jemals Sharksteak gegessen? Echt widerlich. Diese grausenden Ballons schwingen fürchterlich. Ich würde lieber einen echten Ballon essen. Hm. Gibt es da so auch Probleme mit dieser, mit dem Vorlesen? Okay. Ich würde so gerne die Verfolgungsjagd machen. Okay. Ich dachte, er sagt da noch was anderes. Was ist mit dem Haus? Waren wir schon drin? Hier geht's gar nicht rein, okay. Es wurde sicherlich nicht von der königlichen Garde dort oben platziert. Daher haben wir... Kriegt es zu beschützen, es könnt euch, wenn ihr dran kommt. Da oben. Okay. Das ist die ganze Zeit diese Abenteuermusik. Lauf! Noch einer. Und ich glaube, ich sehe sogar, wo der ist. Der ist da hinten. Ah, da ist er. Okay. Du wirst gern, wo der ist, der dir wegrennt. Das ist auch herrlich, ne?
Ah. Da ist auf jeden Fall was. Ja, wir machen ja alles gemischt, ne? So muss das sein. Alles einfach gemischt machen. Und sonst? Ich kann auf mich aufpassen. Kann die das? Okay, wollte schon sagen. So etwas kenne ich nur zu gut von Jakku. Jakku, das heißt Jakku. Niemand sagt Jakku. Kann die das? Okay. Aha! Das ist mehr als ein paar Rationen wert. Dann einfach Minus drücken, wenn ich das nicht mehr will, ne? Ach, guck mal, da unten sind noch mehr Lümmel. Ah, aber so langsam kommen wir ja echt gut voran. Also wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, müssten da hinten da ein paar sein. Okay, wollte gerade sagen, hey, wann rennt die denn? So, angeblich sollte für die Nach... Hab ich das... Oder hab ich das falsch gesehen? Ach. Nach unten drücken. Ach, noch was? Ah! Ist das groß hier? Bei Gen 2 meinten die auch, dass es wohl eher so Open-Bezirk-mäßig ist, wo ich mir aber auch so denke, ich finde das schon groß. Also besonders Verhältnis so für andere Lego-Spiele. Also besonders, es gibt ja so viele Planeten. Ich habe die Person gesehen, die ihr sucht. Dort drüben. Solche Leute vergisst man nicht, aber sie vergessen dich. Oh. Okay, wir haben sie. So, dann fahren wir doch mal schnell dahin, würde ich sagen. Ah. Was ist das? Eine Nachricht für mich? Nun, mal sehen, was da steht. Der Speer, mit dem ihr ständig jongliert, wurde von einem Gungan-Krieger als vermisst gemeldet. Bitte bringt ihn zurück, bevor eine diplomatische Krise ausgelöst wird. Oh. Oh. Nun, ich tue besser, was man mir sagt. Ich will nicht für einen Krieg verantwortlich sein. Schon wieder. Hier, das ist für die Mühe. Speer ist hier irgendwo. R2B1. Keine Ahnung, was das für ein Astromech-Droide ist. So. Achso, Schießstand abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob dann auch irgendwie gezeigt wird. Oh. Moment. Kopfgeldjäger, Jetpack-Pilot, Zustelldienste. Okay. Ja, also in den Gebäuden sind dann anscheinend auch Sachen drin und dann wird das jetzt dann doch gezeigt. War das hier? Muss ich mal schauen. Steht immer am Anfang General Grievous Schiff und dann ist das da nicht. So, was ist hier? Ist hier? Ja, erzähl mal. Darf ich euch bitten, dieser angehenden Wissenschaftlerin zu helfen? Ja. Ich sehe nämlich angehende Akademikerin. Zivilisationen auf fernen Planeten, aber... Nun, ich habe schreckliche Flugangst. Oh. Aber das macht nichts. Ein erfahrener Reisender wie ihr kann die Kultur einfach zu mir bringen. Oder zumindest Eindrücke davon. Natürlich nur, wenn ihr bereit seid. Okay. Ja. Was ich suche, ist ein bestimmtes Kultbild von drei verschiedenen Planeten. Yavin 4, Takodana und dem Sumpfgebiet hier auf Naboo. Bringt von jedem eins zu mir, damit ich sie studieren kann. Okay.
frage mich nur jetzt, wie das funktioniert. Werden mir die dann auch tatsächlich noch angezeigt auf dem Planeten? Weil ich habe jetzt keine Lust, halt jetzt dahin zu reisen und das zu machen, weißt du? So. Ach, Tatsache, jetzt werden mir hier Sachen markiert. Ich will die aber nicht machen. Ah, Tatsache. Kann ich das irgendwie ausschalten? Ist irgendwie Mission da? Darf ich euch bitten? Okay, kann man ausschalten. Schön. 7 haben wir. Ja, ich werde jetzt erstmal das hier voll machen und dann nacheinander gucken, was man halt braucht. Okay. So, was gibt's noch? Oh. Gerücht. Okay. Mit dem haben wir noch nicht geredet, oder? Weiß es aber nicht. Obwohl wir da schon drin waren. Sehr komisch. Oh, jetzt der war auch wieder schlimm drauf. Hä? Mit denen haben wir doch schon geredet. Ach, da ist noch einer. Eigentlich wollte ich TC-14 bitten, bei mir zu bleiben. Aber das macht nichts. Ich kann selbst abwaschen, den Boden schrubben. Ja, ich hätte einfach auf dem Schiff bleiben sollen. Ja, das ist ein tolles Gerücht. Ja. Okay, was ist da? Noch ein Charakter. Hä? Kommen immer wieder neue Sachen? Scheint so, ne? Okay, was haben wir hier? Also, ich finde das jetzt echt komisch. Jetzt soll hier angeblich noch irgendwo ein Charakter sein, aber ich dachte, wir hätten hier alles schon fertig. Da vorne. Moment. Wo? Hä, jetzt ist ja angeblich. Okay. Lassen wir es einfach mal so stehen. Ich glaube, da konnte ich noch nicht rein, ne? Das ist aber auch hier verwirrend, da muss man schon sagen, ne? Und das ist ja nur ein Teil dieses Planeten. Und das ist ja nur ein Planet. Und das ist ja nur ein System. Oh. Da hoch. Ach so, da hoch. Okay, das habe ich nicht gesehen. Moment, da hoch? Aber da oben ist doch nichts. Ach, nochmal Glück gehabt. Vielleicht, dass ich da hingehe oder was? Ah. Okay, so wird wenigstens das gelöst. Moment, ist das denn der richtige Weg da hoch?
Okay. Das sah für mich eher so aus, als müsste von der anderen Seite darüber rutschen. Ah. Jetzt geht er hoch! Wieder so ungeduldig hier, ne? Ah, jetzt geht's. Ah, okay. Okay. So, hätten wir. Eine hochverdiente Belohnung. Ja, will ich ja hoffen. So, da... Oh. Hä? War ich da nicht schon? Nee, das sieht nur mega ähnlich aus. Achso, was sagt denn hier die... Hä? Achso. Ah, ich suche mal diese Punkte auf dem Boden. Schön, aber ich sehe ihn nicht. Na ja, egal. Machen wir erstmal das. Ja. Okay. Hä? Okay, also ich... Oh, warte mal. Kein Mann, keine Frau und kein Droide kann mir einen Schatz wegnehmen. Ah, jetzt das geht's, okay. Leicht. Ja, ja, ich hab's gemerkt, wie leicht das war. Das reicht als Bezahlung. Der ist irgendwo ein Gegner angeblich. Ah, das ist der Dieb. Hallo. Wo ist er? Ah, jetzt sehe ich ihn auf der Karte, okay. Weißt du, warum ich den nicht sehe? Alter, was rennt der denn? Ich sehe den gar nicht mehr. Hä, wo ist der? Ja, kein Wunder, dass ich den nie finde. Der ist ja auch mega schnell weg. Was ist denn hier wieder los? Moment, ich muss mal kurz nachschauen. So, nichts Wichtiges. Huhu, hallo, seid ihr auch schon Wochenende angekommen? Hi, Princess. Ja. Nee. Irgendwie nicht. Der Teudarianer da unten sieht wirklich zwielichtig aus. Er scheint darauf zu warten, dass jemand auftaucht und ihm etwas zeigt. Ich garantiere, dass er mit diesen schleimigen Föderationstrotteln zusammenarbeitet, die sich in der Nähe des Hangars niedergelassen haben. Ich versuche zu erraten, was er sehen wollte, aber bisher hatte ich... Kein Erfolg, mal eine makellose Imitation von Newt Goodman hat die begeistert. Okay, ihn muss man begeistern. Der Kunde? Zeig mir, was ich sehen will, oder belästig mich nicht weiter. Ich habe schon gehört, irgendwas mit Tanz aufführen? Ich meine, irgendwo war so eine Mission, wo dann stand, man muss den Tanz aufführen lassen.
Na, ich habe heute von meiner Chefin morgen den Tag frei bekommen. Ja, das ist doch super. Ja, aber ich sag mal auch, nachdem du auch... Nachdem du aber auch, nachdem du aber auch gestern und so halt auch so viel gearbeitet hast, ist das schon, gar nicht mal so schlecht. Ah, hier beeinflussen. So. Anderer Trick. Trinken. Und? Hä, ist der nicht zufrieden? Hey, also seid ihr mein Kunde, was? Ihr Handelsvertreter legt gute Mut. Finn, für sowas hab ich Respekt. Doch, hier ist das Schiff. Ein Torbesitzer, zwei Getränkehalter. Wie neu. War mir ein Vergnügen, mit euch Geschäfte zu machen. Tobender Toldarianer. Das ist dem einzig wahren Imperator würdig. Ja, ein Schiff, oder? Warte mal, habe ich das jetzt gekriegt? Okay, ich glaube schon. Ja, wie war einkaufen? Habe ich schon gefragt? Ich weiß es gar nicht. Hast du gesagt, du warst heute einkaufen? Nutzt jede Chance. Immer. Okay, hier ist noch so ein Ding. Geh weg, R2! Ah, wie geht das offen? Sind da nicht Wachleute, die das bewachen und ich besiegen muss? Nee. Das sind viele von denen. Oh, ich glaube, es ist einfacher, weil hier so eine Plattform... Ist eine Plattform? Da ist eine Plattform. Ich habe sogar Mehl gefunden. Alles bekommen mit meinen Eltern einkaufen gewesen. Ah, ja, das ist doch super. Mehl. Ja, meine Eltern hatten letztens auch irgendwo Mehl rausgestöbert. Woher auch immer. Na, ah, hi, Kugelfisch. Ich kann auf mich aufpassen. Wieso sind hier diese Plattformen? Ach, hier sind auch welche, okay. Sind die, ja, okay, wenn hier aber überall welche sind, kann das, muss das auch nicht unbedingt was be- Doch. Okay, bei einem ist ein Schalter hinter. Ist noch irgendwo ein Schalter? Okay, ich glaube nur hier. Ja. Nee, ich war noch. Ich habe keine Lust. Oh nein. Galaxis verstecken kann. Ja, also heute hätte ich auch echt gar keinen Bock auf Einkaufen oder so. Deswegen, ich finde, Samstag ist immer so ein Tag. Weiß ich nicht. Nur ich meinte ja schon mal, da wo ich diesen Job hatte und so lange arbeiten war, da war das ja auch immer, dass dann Leute so gesagt haben, warum ich keine Zeit habe. Und da habe ich auch gesagt, ja, ich habe 2 Tage die Woche frei. Da war auch Samstag, weil das ja in einem Laden war. Da war auch Samstag oft arbeiten. Und dann hatte ich 1 Tag die Woche frei. Und den Sonntag halt. Und Sonntag war halt immer chillen. Weil man braucht ja auch mal einen Tag, wo man einfach mal gar nichts macht. So, wenn du wirklich den ganzen Tag so weg bist. Und den Rest der Woche, da habe ich halt, also den anderen freien Tag habe ich halt für Einkaufen so genutzt, ne? Deswegen fand ich immer total, weiß ich nicht. Wenn dann Leute so gesagt haben, ja wie, und dann kannst du nichts daneben her noch machen. Nee, wann denn? Warum sind da überhaupt überall so Vögel? Aber ich glaube, die haben nichts zu bedeuten, ne? Ah. Das kann ich leider nicht. Nee, ich weiß. Weil du doof bist. Das ist cool, wenn man hier so lang fahren kann und gucken kann, wo das ist. Okay.
Vor oben landen dann? Hm. Hä? Achso, ich dachte gerade, die hat die Kleidung von Padma an. Oh, seid ihr der, der die Tür repariert hat? Oh, scheint. Ich bin froh, dass ihr aufgetaucht seid. Hallo. Ich hatte einen Notausgang für exakt dieses Szenario einbauen lassen. Aber seit ich renoviert habe, weiß ich nicht mehr, wo er ist und wie man ihn öffnet. Oh nein. Ein Notausgang. Natürlich kann ich das. Ich bin schließlich alles Sith. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass das irgendwas damit zu tun hat. Da ist auch ein Kabel hinter. Aha. Ah. Sonntagruhe, ich mich auch immer aus. Sigi, ich weiß noch nicht, was ich Sonntagmorgen mache. Also ob ich morgen halt auch Ruhetag mache oder ob wir morgen weiter zocken. Bin ja generell gespannt, wie lange wir hier an dem Spiel sitzen. Weil wenn wir jetzt, also ich spiele jetzt schon 2 Stunden gleich. Und wir haben noch nicht mal einen Planeten fertig. Natürlich hätte ich einen Fluchtweg einbauen lassen können, bei dem nicht das Zerstören von Gemälden und Rumklettern auf Möbeln dazu gehört. Aber wo bleibt da der Spaß? Ja, obwohl wir das Rumklettern auf Möbeln weggelassen haben, weil ich besser bin als du. Hä? Jetzt mal nicht böse gemeint, aber gibt dir mir... Natürlich. Hä? Gibt dir mir keinen Stein? Okay. So, und theoretisch genau, und da haben wir noch einen Kleberkristall. Das ist dem einzig wahren Imperator würdig. Ja, ja. Wisst ihr gern, wo der eine Typ ist, der hier wegrennt? Nur den ist ja nicht auf der Karte oder so gerade gewesen. So, warte mal. Ah, da rechts war der, okay. Ne, okay, hier ist nichts mehr. Ist auch nichts mehr. Wir müssten mal alles haben. Gespräch, okay. Also theoretisch ist er da hinten. Ja. Wieso drehen die sich immer so blöd? Ehemaliger Imperator. Ja, ja. Erzähl ihm das mal. Oh nein, ich spring. Boah, Alter, ist der schnell. Bei Star Wars gibt es tatsächlich solche Spezies, die richtig schnell rennen kann. Ich weiß aber den Namen nicht. Vergiss jedes Mal, dass man nicht nur B drücken muss. Hä? Ach, der ist da hinten lang gerannt, ne? Wo läuft der hin? Wieder getan.
Ach, da hinten ist er. Spiel. Ich habe zu hart gearbeitet, um dich jetzt zu verlieren, mein Schatz. Ich habe womöglich eure Hartnäckigkeit unterschätzt. Endlich. Danke. Ja, oh Gott. Also das war mega nervig. So, was haben wir denn hier noch? Ja, das sieht doch ganz gut aus. Muss ich hier nur noch mal gucken? Ja, und der Rest, den kann ich halt noch nicht machen, weil da muss ich dann irgendwie auf anderen Planeten schauen. So. Erzähl nochmal. Dieser Schlosser installiert dieses und ich sage euch was, ich fahre sicher nicht in den Bezirk Uskro, um es selbst zu holen. Man Bezirk Uskro? Wo ist denn Bezirk Uskro? Das ist bestimmt auf irgendeinem anderen Planeten, ne? Krass. Okay, Seed haben wir auf 78%. Ich frage mich, ob diese Level da auch zuzählen. Und dann will ich noch zum See gucken. Ja, guck mal, da ist nicht viel. Obwohl, wir müssen ja noch dann runter. Ja, komm. Ja. Auf und davon! Ich glaube, ich hole mir gleich eine Energy. Und zwar so eine sonderneue Sorte. Das wäre ganz lustig. Obwohl, ich glaube, ich könnte das ja jetzt kurz machen. Ich hole das mal kurz. Meine Datenbank quillt über vor neuen Tipps. Mir brummt der Schenkel. Sind jetzt aber schnell geladen. So, und schauen wir doch. Nee, ich habe so ein Energy, der heißt irgendwie Ultra Fiesta Mango Flavor. Da bin ich mal gespannt, weil Mango trinke ich eigentlich recht gerne. Nee. Ist okay. Schmeckt nach Brausetablette. Ein bisschen Zucker noch drin. Ja, okay, du bist der Druide. Ach, wisst ihr, was wir noch gar nicht geguckt haben? Nee, Level Up haben wir leider keins. Ah, doch. Regeneration und was ist das? Schneller bauen. Okay, das können wir eigentlich nehmen. Wie gesagt, wir arbeiten jetzt darauf hin, dass wir halt die Sachen da alle erhöhen. So, dann wollen wir doch mal gucken.
Ist das ein Rennen? Das ist leicht. Komm, ganz greifen. Das ist cool. Ich dachte, das Gang ins Greifen klang jetzt so, als müsste man da irgendwie Gegner erlegen oder sowas. Guck mal, direkt Gold bekommen. Schön. Auf der Suche nach neuen Informationen? Ich habe welche. Schön, schön, schön. Ah. Ich weiß nicht, also irgendwie, manchmal ist es so, dass ich das echt faszinierend finde, was man hier machen kann. Und manchmal ist es so, dass ich das echt scheiße finde, um es nett zu sagen. Diese Statue lächeln tut, aber aussehen, als ob diebische Sumpfschwinge hier so schöne Zähne stibitzert haben. Irse finden sie in ihren Nestern. Aber wie wollt ihr sie die runterschnappen? Michse überlassen das Äuße. Es gibt so einen Comic. Ach, guck mal. Es gibt so einen Comic von Star Wars, wo so ein Gungan ist und einer macht sich halt mega drüber lustig wegen seiner Sprache und der redet aber normal und da meinte der auch, dass es mega rassistisch ist, halt zu sagen, dass das generell, dass die so ein Sprachproblem generell haben. Finde ich total cool. In Mandalorian gibt es dann auch, meint ja auch jemand so zu dem Mando, wie der halt unter der Maske aussieht und ob der aussieht wie ein Gungan und dann fing er dann auch an, so die Geräusche zu machen. Ich finde das irgendwie schade. Bis jetzt haben wir tatsächlich seit Episode 3 haben wir nie wieder einen Gungan gesehen, so Live-Action. Also ja, in Clone Wars und so, obwohl ich glaube in Rebels haben wir auch nie einen Gungan gesehen und Resistance. Guck mal, da haben wir das, diese eine Statue. Kann ich die einfach behalten? Behalte ich die jetzt? Oder wie passiert? Ja, Tatsache. Ja, cool. Okay, cool. Nee, da muss ich nicht, das Ding nebenher laufen lassen. Okay, angeblich ist hier noch irgendwas. Da oben. Ach ja. Ich glaube, einer fehlt noch, ne? Ich sehe schon. Ich glaube... irgendwo hier. Aha. Ich habe tatsächlich gar keinen Bock auf die Stadt unten. Aber da müssen wir halt hin. Ja, los. War ein Teddybär dazwischen. Eine hochverdiente Belohnung. Wie frech. Irse geben euch so große Mühe, seine Zähne zu finden und Irse bespucken euch so. Nicht nett. Herrlich. So eine Lichtschwerttür oder was ist das? Das ist ja geil. Dafür werde ich nicht genug bezahlt. Das sollte ich mal sagen, so. Ey, kannst du das mal für mich machen? Nein, dafür werde ich nicht gut genug bezahlen. Bin wieder da. Ein Kind, ist auch so eine Aussage. Für den einzig wahren Imperator. Das bin ich. Mhm. Ist auch so eine Aussage für YouTuber und so. Kannst du mal mehr Videos machen? Ja, dafür werde ich nicht gut genug bezahlen. Ich finde das immer lustig, wenn ich ihn wechsle, dann wird automatisch mal gesagt, oh, wechsel doch zu Wows. Mhm. Ach ja. Ich frage mich, wie viele Leute es eigentlich schon gibt, die das Spiel schon auf 100% gespielt haben. Oder überhaupt, wie viele Leute es gibt, die das Spiel auf 100% spielen würden.
Okay. So eigenartig. Das bin ich. Naja. Was habt ihr gestern noch Schönes gemacht? Schön die Haie gegangen oder? War auch schon spät. Also ich habe gestern noch eine Folge Agent of S.H.I.E.L.D. geguckt. Und dann bin ich aber auch ins Bett gegangen. Ich war doch müder, als ich dachte. Nein, bleib doch da bitte dra- Ach, komm. Ein schönes Stück für meine Sammlung. Kannst du mal sehen. Mal haben wir uns das echt vereinfacht hier. Ja, Multiplayer ist es halt wirklich einfach. Ich habe das auch bei meinen Brüdern gesehen. Die spielen das ja zu zweit. Und da ist es halt wirklich viel, viel angenehmer. Aber ich bin halt der Singleplayer-Typ. Wüsste auch gar nicht, mit wem ich das zocken soll. Kann ich das hier irgendwie zoomen? Oh, so. Was ist das? Geschichtenlevel? Was haben wir gemacht? Okay, nochmal da hoch müssen wir. Ah, ich sehe schon da hinten. Irgendwie der Sumpf sieht so ein bisschen Dagomar-mäßig aus, aber nicht so extrem. Nein, möchte ich noch nicht. Da können wir gleich hin. So. Ich bin so schnell eingepennt. Ist auch echt früh gegangen dann. Also nicht früh jetzt. Also nicht so extrem früh, aber trotzdem. Ja, ja, klar. So, der müsste das doch können, ja. Rechts, links, links, links. Hat er mich gerade auf die Schulter geklopft oder so? Der war eigentlich gönnt ja zu mir, ne? Okay. Muss eine Animation ausführen, damit er nach vorne geschubst wird. Okay. Meine Augen sind immer wieder zugefallen, jedoch sehr früh bin ich schlafen. Kann ich das? Ich bin schließlich alles Sith. Hä? Sind die alle respawned? Die waren doch gerade nicht alle hier. Ist ja interessant. Ich bin aber auch später sehr schnell eingeschlafen, muss ich sagen. Hat auch wieder Jesse hier und ja. So, weiter.